Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Goat Simulator. Goat auf der PlayStation 5 bei den Zombie-Siegen. Ja. Herzlich willkommen. Hallo Jessica. Hallo. Und heute würde ich sagen, der letzte Part von Goats, ehe wir uns dann ins vorletzte DLC wagen, würde ich sagen, nach Payday, also in Payday. Ja. Heute noch, die Jessica, glaube ich, will in die Lüfte, glaube ich, heute, oder? Ja. Hast du gesagt? Und ich bleibe am Boden der Tatsache, am Boden der Realität. Und weiß ich aber noch nicht, was ich mache. Ich schaue mal. Genau, ja, da habe ich gesagt, haben wir ja im letzten Part den Autoscooter gespielt. War recht lustig, unfair, aber lustig. Und jetzt will ich eigentlich auch noch mal suchen. Was will ich denn suchen? Ja, genau. Na, ich begebe mich noch mal kurz da in diesen Wasserbereich. Und schaut da noch, macht da ein bisschen also Blödsinn noch. Ich habe hier volles Programm, ein Paragleiter, Flügel, die Engelsziege, ich habe alles. Okay. Okay, da kann ich jetzt auch durchhalten. Ich mach kurz den Parcours. Ja, au! Was? Danke, na. Genau. Ich mach mich jetzt nochmal auf die Suche nach diesem Spiel, das man ja angeblich auch zusammenspielen kann. Ja, genau, da muss irgendwo musst du genauso wie es bei der Ding war. Ja, vielleicht. Nein, das ist ja so gelb, auch genau so ein gelber, genau dasselbe. Nur ist das Symbol nicht ein Autoscooter, sondern ein Fallschirm. Okay, ja. Und der ist irgendwo in der Höhe auch. Aber ich glaube fast, das war da oben am Berg, da irgendwo. Da ist irgendwo, war es nicht auf dem, da muss, irgendwo wo der Turm ist, genau, war das nicht da vorne, wo, genau da oben? Aber so hoch nicht, glaube ich. Weil wenn es weiter hoch ist, oben, dann siehst du das gar nicht mehr. Dann verschwinden schon die Grafikteilchen, dann siehst du das gar nicht mehr, wenn es zu weit weg ist. Das wird gern bei Spielen gemacht, weil dann brauchen sie weniger Rechenleistung, weniger Leistung. Das verschwindet dann immer. Aber irgendwo war es. Ich weiß aber nicht, irgendwo habe ich es gesehen. Auf irgendeiner Anhöhe. Okay, gut, ja, ich bin hier gleich am Anfang wieder. Das wollte ich vorher nicht. Ich mache noch einmal den Start. Mich hat es hier gleich von diesem roten Blatt erwischt. Hier ist es. Ja, genau, hier ist es, genau. Aber warte noch kurz, bleib dort, weil sonst bin ich automatisch dorthin teleportiert. Ich möchte einmal kurz Woodplash machen. In der Hoffnung, es zu schaffen. Schauen wir mal. Einmal. Ich bin so dämlich. Ich habe es gestern geschafft, wie ich auch die Quest gemacht habe. Allerdings hat mir niemand zugeschaut. Ne? Ich habe heute am Nachmittag auch noch das nochmal versucht, alleine auch. Und ich habe es auch nochmal geschafft, aber leider wurde das auch nicht aufgezeichnet. Okay, na dann muss ich umso mehr mich jetzt bemühen. Was war jetzt? Warum? Was hat mich da weggeschleudert? Aber ich bin theoretisch noch nicht gestorben. Ich bin nicht ins Wasser. Okay, du kannst mich hin teleportieren. Ich hätte eine Idee, wir könnten das dann zusammen versuchen, hintereinander. Oder? Na, das passt schon. Okay. Wir werden auch diesen Part nicht mehr zu lange machen, weil jetzt haben wir einige Parts hier mit Goat verbracht. Aber ja. Wir werden dann noch PT beginnen. Schauen wir mal. Das wird wahrscheinlich das nächste Desaster werden. Wahrscheinlich. Wenn wir die Hälfte nicht wissen, was wir überhaupt machen, dann. Aber ja, gut. Das ist ja. Ist ja alles blind, ist erlaubt. Ich bin ja blind, schließlich und endlich. Man findet es ja dann auch mit der Zeit heraus, ne? Genau. Und warum sitze ich schon wieder auf einer Ziege? Du auch? Ja, ich auch. Warum? Okay. Ist das. Ah, wir müssen hier so fliegen. Ah ja, wir haben ja schon oben. Wir haben ja schon oben. Ah, du fliegst schon wieder. Ah, die ist schon wieder vorne. Das gibt's ja nicht. Das ist doch. Was ist das? Hallo, wie kann man nach oben lenken? Also nach oben? Ich bin zu dämlich. Ich bin schon wieder weg vom Fenster.
Kann ich, achso, da kann man da so nochmal raufgehen? War da nicht der Weg da nach oben irgendwo? Über die, ich glaube, war schon, oder? Kann man da nicht nochmal raufgehen? Hä? Ja, da war der Weg rauf. Achso, sobald ich es wieder verwende, wahrscheinlich machen wir ein Reset, ne? Okay, kann ich jetzt. Achso, du, bist du gut im Rennen, oder? Ja. Na, dann lasse ich, dann mache ich nichts. Wie tust du eigentlich, dass du nach oben gleiten kannst, wie so, dass dich nach oben bewegst? Hin? Ja, höher wirst. Wie wirst du höher? Ja, indem ich den Fallschirm nutze. Ja, aber bleibst du dann auf Dreieck drauf? Ich lasse sie immer wieder aus. Also nein, ich bleib nicht drauf, aber ich drücke immer wieder. Okay. Also jetzt drücke ich auf Dreieck. Ja, ist mir schon klar, aber bei mir war, ich bin zwar ein paar geglitten, aber bin trotzdem immer leicht nach unten gefallen. Okay. Aber du steigst drauf, ne? Das war bei mir nicht. Siehst du, du gehst in die Höhe. Das war bei mir irgendwie nicht so. Wir können eh nochmal anfangen. Aber es kann sein, dass es der Jugendbonus ist. Den habe ich ja nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Okay, gut. Ich tue nochmal, aber geht schnell, oder? Ich tue einfach hier. Und dann resettet sich die Sache nochmal, ne? Ja, genau. Machen wir das nochmal. Das ist aber gar nicht so einfach, ne? Ja, überhaupt, ich finde, ich habe das jetzt auch gar nicht mehr gefunden, den nächsten Punkt, wo ich dahin glätten soll. Ja, da muss man sich ja mit der Kamera auch drehen, wahrscheinlich, das kann auf einmal hinter einem sein oder so. Der Fallschirm ist auch so breit. Jessica, darf ich unfair spielen? Na. So, okay, gut, dann starten wir. Ich schaue ihn schon wieder nicht. Ich steige nicht auf. Siehst du, ich kann nicht. Bei mir geht es immer nach unten. Und du steigst auf. Lass ich aus? Moment. Es geht bei mir nach unten. Siehst du, es geht immer nach unten. Es gibt ja nicht, dass das unfaire Bedingungen sind. Ich kann nicht. Ich steig nicht auf. Jetzt lasse ich aus und jetzt nehme ich mal wieder. Aber er geht trotzdem nach unten. Siehst du, ich komme nicht drauf. Ja, ich sehe es ja. Ich weiß nicht. Du magst es ja nicht. Siehst du, du steigst hoch. Egal. Das heißt aber für mich. Versuch's mal bei mir. Nein, ich mache es selbst mal aus. Ich will nicht mehr. Es war schön. Tschüss. Okay. Ist das jetzt diese Insel? Nein, ist das diese Insel, wo du vorher warst, im letzten Part? Ich kann jetzt gar nicht, weil ich diese Ziege oben habe. Moment, ist das eine spezielle Ziege? Ich schau gerade, aber nein. Nein, nicht wirklich. Das sind die Sachen, was wir noch nicht haben. Nein, das ist automatisch. Ich kann. Ich kann schon. Aber nicht viel, ich kann nicht hochspringen, ich kann keinen Doppelsprung machen. Komme ich da überhaupt ein bisschen rauf? Schauen wir mal. Da werde ich jetzt nicht raufkommen wahrscheinlich. Ah, vielleicht mit. Oh ja, Wandlauf. Geht. Okay, da bin ich jetzt in diesem Voodoo. Genau, in diesem Voodoo-Dingsbums da. Da haben wir auch übrigens eine. Also in diesem riesigen Fass hier da oben. Ja, haben wir dann einen. Das war auch in einer Quest. Vielleicht kann ich das sogar zeigen, schnell. Da habe ich mir den geangelt hier mit der Zunge. Und den habe ich hier oben in das große Fass rein. So nicht. Und da gab es dann auch ein Achievement oder eine Aufgabe von der Quest her. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Jedenfalls, wie ich den da reingeschmissen habe hier. Na komm. Nicht nur ich, der andere soll auch rein. Ja, genau. Medizin, Mann, siehst du? Da habe ich auch, irgendwas bekommen dafür.
Okay, ja. Kann man das wieder abbrechen auch eigentlich? Dass wir wegkommen von denen? Ich glaube nicht, da müsste man das Rennen beenden, aber ich weiß auch gerade gar nicht, wo es weitergeht, deswegen. Okay. Wäre es vielleicht am besten, wenn wir einfach nochmal resetten. Ja, werden wir machen. Ist glaube ich auch. Oder respawnen? Respawnen. Meinst du respawnen? Nein, aber da. Nein. Ja, ich sage immer resetten. Aber respawnen wir auch mit der Ziege quasi. Wir haben. Uns bleibt dann die Ziege. Okay, dann machen wir raus nochmal. Okay, ja. Okay, dann noch einmal ganz kurz eine Kleinigkeit machen wir noch. Dann würde ich sagen, starten wir ins neue DLC. Machen wir noch eine Kleinigkeit. So, okay, einmal geht's noch. Ja, da haben wir gesagt, nehmen wir den Erkundungsmodus. Ach Gott, aber da hätte ich schon drauf kommen können auch, ja? Selber, oder? Bisschen früher schon, oder? Ach, manchmal ist man so blind. Aber es war die ganze Zeit irgendwie ein bisschen komisch, weil das ist zweimal dasselbe, aber trotzdem zählt als eines, ne? Das ist einfach dann der unterste Modus, der andere. Ach Gott, ne? Eigentlich ist es logisch, ne? Sollte es sein. Naja, ist egal. Ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Ist ja nichts passiert. Ja. Ja, eines noch, Jessica, das habe ich auch rausgefunden. Wenn man von höheren Bereichen aus runterspringt, fällt die Ziege meistens um und überschlägt sich, ne? Ja. Ist das schon öfter aufgefallen auch, gell? Ja, ja, ja. Und wenn du zum Beispiel von hoch runterspringst, schau mich einmal an, bitte kurz. Ja. Und wenn es dann runterspringst, und du im richtigen Moment, das war jetzt wieder mal falsch, ja, das ist der Vorführeffekt, im richtigen Moment, dann, ich probiere es jetzt nochmal, machen wir es hier mal, dann schnell das drückt, dann machst du eine perfekte Landung, im richtigen Moment, Doppelklick, also X drückst, dann landet er, ohne dass du das dich schmeißt. Okay, warte, Du bist jetzt bis auf der Insel, das ist die Abkürzung zur Insel. Also das ist auch cool, ne? Obwohl, ja, es ist nicht so. Aber da kriegt man ziemlich viel XP für so eine perfekte Landung. Muss man halt genau, wenn man aufkommt am Boden, im richtigen Moment X drücken. Finde ich auch cool. Bin ich auch zufällig drauf gekommen, einmal was Positives. Was ist da? Wenn sich auf den Thron aufdrückt. So, kann ich noch irgendwas? Ja, genau. Ja, ich will noch einmal genau das... Aber Jessica, du könntest, wenn es sonst, außer du hast irgendwas Spezielles vor, aber wenn es nichts Spezielles vor ist, würde ich sagen, dann komm zu mir, machen wir noch ein bisschen Ärger in den Studios. Ja, können wir machen. Und bei dem, aber wir waren, glaube ich, auch noch gar nicht bei diesen Containern da, oder? In der Mine. Oder war da ja auch gar nicht? Welche Container meinst du jetzt? Da waren ja solche Container, solche, Ja, das ist ja sogar im, das ist ja sogar im, das ist ja sogar im Bereich. Ja, genau, das ist eh, das Ufer ist eh dort, wo ich schon öfter war. Das ist eh nichts Neues eigentlich. Also, nichts Neues, aber genau da. Das ist dort in der Nähe, wo ich die drei Fässer geholt habe, weißt du? Mhm. Nein, ich glaube, die Container, was du meinst, wo auch dieser eine Scooter gestanden ist, mhm. Das ist im Bereich der Filmstudios. Okay. Genau, am besten geht's zurück in die, genau, und da jetzt rauf, da geht's zu den Studios, noch zurück. Umdrehen. Und da jetzt rauf. Da jetzt genau. Genau, und da rein und das hast du da wahrscheinlich gemeint, da vorne. Hier sind ja, die genau, Container. Ja. Und da jetzt links und rechts sind die Filmstudios. Wo gehen wir zuerst rein? Links oder rechts? Wo ist zuerst rein? Keine Ahnung. Ja, dann gehen wir da gleich. Schauen wir mal, ob man da ein bisschen Action machen kann. Da zum Beispiel diesen riesigen Toast kann man auch essen, wenn man zum Beispiel einen Hunger hat. Hey, was ist das für ein cooler Kopf? Okay, was ist das jetzt für eine Ansicht von mir hier? Ja, das ist genau, weil du da auf dieser Bühne bist, da wird das alles kleiner. Genau, dann sieht man das von vorne eigentlich so blöd. Bisschen, genau, will zerstören. Abschluss noch ein bisschen zerstören. Ich bin
bin gespannt, was dann bei PD ist. Oh Gott. Ich habe das Spiel auch, PD ist ja ein richtiges Spiel auch auf der PlayStation. Habe ich nie gespielt und kann ich da gar nichts zu sagen. Aber angeblich soll es so in die Richtung gehen, wie wie das Originalspiel ist. Genauso wie Goats ist ja auch ein Spiel mit Zombies auf der PlayStation. In echt heißt es DZ, also DZ, Days. Da geht es ja auch um Zombies eben. Das sind alles, dieses Spiel nutzt gern Sachen von anderen Spielen, beziehungsweise auch, wie wir sie auch schon gesehen haben, in diesem Mall, in diesem Einkaufszentrum, ja, Anspielungen auf viele andere Sachen, was auch immer. Ja, das stimmt. Aber irgendwie trotzdem cool gemacht, wie gesagt, das ist jetzt, ja. Aber die machen die Spiele ja auch lustig. Also ja, auch und ja, vom technischen Standpunkt natürlich ist es kein AAA-Game, ne? Brauchen wir nicht reden. Ja. Es ist kein God of War oder so, oder kein Last of Us oder was auch immer. Aber sage ich einmal, wie du sagst, richtig, für den Spaß und so, oder für zwischendurch, so, ja, ist ein Hetz, ne? Ist ein Hetz und kostet nicht viel, ne? Sagen wir halt. Okay, gut, dann schauen wir noch rüber einander. Bist du auch eine Ziegen-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu? Ja. Bam, bam. Okay, dann schauen wir hier noch rein. Ah, da ist gerade eine Talkshow, oder? Ah, jo, was war denn das? Ist das... was war jetzt? Was? Was? Also, ich hab den jetzt angesteckt und... Okay. Na, aber ist egal. Dann lassen wir das so gut sein. Aber ich will noch ganz kurz was dir sagen. Also jetzt immer... Hä? Waren wir immer im Überlebensmodus? Ah, wir sind die ganze Zeit im Überlebensmodus, oder? Oder? Nee, sonst wären wir da ja nicht automatisch jetzt auf. Hä? Na, ist egal. Wahrscheinlich, weil da war ja auch diese Anspielung da, dass man hier mit Dreieck wegdrücken kann. Ja, genau. Hast du das noch? Hast du gesagt, dass... Ja, genau, habe ich ja. Wieso ist das jetzt so klein? Da ist ja auch schon wieder irgendein Fehler im Spiel. Siehst du, wenn ich die Mutatoren, das kann man gar nicht mal mehr gescheit lesen. Ja, das war letztens auch so, dass das extrem groß war. Das war zu groß. Ja, wenn man alleine spielt, ist es größer, weil man ja nicht einen Splitscreen hat. Nein, aber da waren wir auch zu zweit. Das aber hier ist diese... Wirst du eh dann auch sicher noch in den Aufnahmen mal sehen. Aber es ist... Ich gehe noch einmal kurz raus und rein. Ganz Entschuldigung, noch ein einziges Mal. Ich will dir nämlich nur einmal eines noch zeigen. Schauen wir jetzt, hoffentlich ist jetzt die so komisch irgendwie gewesen, jetzt keine Ahnung warum. Aber das ist sicher auch ein Fehler im Spiel, sollte normal so nicht sein, ne? Weil man muss es immer, tust dich noch ein paar, ja genau. Sonst nehmen wir das nochmal kurz. Ich war das jetzt bei was? Moment, ich muss da kurz schauen. Das ist eine Fähigkeit, eine Eigenschaft, aber ich weiß nicht mehr genau, welche Ziege das war. Jedenfalls eine von Guts. Wenn man hier Dreieck drückt, dann schießt man lauter Chihuahuas. Das ist eigentlich auch bei dem Fallschirm so, wenn man den jetzt aktiviert, wenn ich euch das jetzt nochmal schnell zeigen darf. Das war bei Goats. So. War das die Brute? Na? Blam. War das? Paragleiter, genau. Also ich zeige euch das. Ja, es war die Plastikziege. Die Hure. Die Hure. Und schau, wenn ich es so mache, jetzt schaut kurz, Moment. Und wenn ich mich dann so herstelle und schaut auf die Chihuahuas. Ah, jetzt sieht man. Gut. Also auch ein Paragleiter. Aber das können wir auch in irgendeinem Bad machen, dann einmal, wenn wir alles freigeschaltet haben. Schauen wir jede Ziege an und jede Ziege ihre Fähigkeiten.
Ja, was Ich will hat? euch auch noch was zeigen beim Paraglettern, wenn man da jetzt den aktiviert und wieder wegmacht. Da sind auch eine Zeit lang Chihuahuas bei mir gekommen. Ach so? Keine Ahnung. Ah, da hast du wahrscheinlich zusätzlich stimmt, auch noch aktiviert. Ja, das sieht auch voll lustig aus. Weil dann mischt das alles zusammen, ne? Weil theoretisch könnte man alle Muttertoren zusammen, aber das ist ja dann, da weiß man ja dann gar nichts mehr, ne? Okay, meine Lieben, ich glaube, wir lassen es gut sein für das. Mit Dates. Okay? Gott. Ah Gott, was sag ich? Ja, das. Das. Ja, ist. Ja, okay. Ah, ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, ich versuche jetzt nochmal raufzukommen. So. Gut, und ich stelle mich hier als. Ziegenhu. Hierher. Mit meinen Rotage-Steckelschuhen. Und. Sage dann herzlichen Dank fürs Zusehen. Und schön war's. Und ja, jetzt zeigst du mal wieder den Hintern, ne? Okay, gut. Dann mein Hintern, dein Hintern. Okay, gut. Dann danke schön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, beim nächsten Part, wenn es wieder heißt Goat Simulator auf der PlayStation 5. Ciao! Tschüss!